Sehr geil. Herzlich willkommen auf meinem Airsoft-Sofa und es ist Freitag, das heißt wieder Review-Zeit. Wir machen heute ein Review über diesen Schokoriegel. Mal ein bisschen Schleichwerbung, will ja auch was verdienen dran. Freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde uns das Teil von Begardi und wir testen, ob das Teil für euch geschmacksfähig ist oder ob es einfach nur, wie der Name schon sagt, Marsianer gehört. Das klären wir natürlich nach dem Intro. Viel Spaß! Wir haben nichts an! FV! Danke! Friede! Starten wir wie immer mit dem Lieferumfang. Der Lieferumfang ist wie folgt aufgegliedert. Das Ganze kommt bei euch in diesem ICS-typischen schwarzen Pappkarton und einem Kunststoff-Inlay, der darauf ist, sehr gut geschützt ist. Wir haben einmal im Lieferumfang einmal einen Reinigungsstab en garde. Kann man auch gut zum Fechten nehmen. Dann haben wir eine Packung Kugeln mit zwei Sicherungen, ICS-typisch, Gewicht. Kann ich euch gerade, glaube ich, gar nicht sagen. Irgendwas zwischen 0,20 und 0,25 nehme ich an. Dann haben wir ein High-Cap-Magazin, 350 Schuss, auch Standard. Dann haben wir einmal ein Einstellungstool für die Barrel Nut von einem guten Stück, um die auf Wunsch, wenn man braucht oder wenn irgendwelche Vorfälle sind, sehr lose runterzukriegen. Dann haben wir ein bisschen Papierkram, eine Bedienungsanleitung für die Keymod-Rails, die im Lieferumfang dabei sind. In der Hinsicht drei Stück insgesamt, zwei kleine und eine große. Die eine große seht ihr schon mal hier, habe ich bereits voran schon mal was angebracht. Dann haben wir hier ein bisschen Lektüre über alle ICS-Kanonen, die es gibt. Kann man schön vorm Einschlafen auf jeden Fall nochmal anschauen, was man sich als nächstes so kauft. Dann haben wir eine Bedienungsanleitung für den Akku einlegen bzw. für den Stock. Bei der Edition, die ich jetzt hier habe, die Komode Edition, haben die einen anderen Stock als die Standardversionen Carbine, CQB und die DMR hat natürlich so ein PTS, MacPull, irgendwas Verschnitt. Ist hier auch nochmal detailliert erklärt mit Bildchen und natürlich die allgemeine Betriebsbedienungsanleitung der CXP Mars. Auf der Frontseite schon mal abgebildet die verschiedenen vier Versionen, die wir kriegen. Die Komodo, die ich jetzt da habe, das haben wir einmal die CQB, in der Fall SBR-Version heißt sie hier, die normale Carbine-Version und die Mars DMR. Alle vier Modelle sind natürlich bei Begardi erhältlich in jeweils drei verschiedenen Ausführungen. Einmal in komplett schwarz, dann in Tan, wie ich sie hier habe, und dann nochmal in Schwarz-Tan-Mischung, da ist der Body, der Hauptbody in schwarz, alles andere ist dann in Tan gehalten. Schauen wir noch schnell rein. Wird natürlich alles erklärt. Einstellungen von den Visieren, vom Akku einlegen und. Aber wie gesagt, wenn ihr euch die kauft, dann spielt ihr, denke ich, erst auf nicht zum ersten Mal. Dann haben wir hinten noch eine kleine Explosionszeichnung über Ersatzteile mit dazugehörigen Artikelnummern. Ja. Dann haben wir den Lieferumfang soweit durch. Machen wir weiter mit dem detaillierten Anblick. Los geht's. Beginnen wir von hinten nach vorne. Der Stock ist hier sehr stark an die HK416 angelehnt
was jetzt allerdings nicht weiter störend ist. Im Gegenteil, es sitzt angenehm in der Hand und lässt sich in vier verschiedenen Positionen einstellen. Zum einen ganz hinten, Position 2, Position 3, als auch Position 4. Unter dem Stock, wenn man die Stockkappe abmacht, befinden sich die Ansteckmöglichkeiten hier in Form von Tamina Mini. In der Komplettansicht können wir sagen, dass die Mars mal optisch auf jeden Fall mal was anders ist. Zu den Details bzw. zu den verwendeten Materialien haben wir den Stock, den Handgriff, das Magazin als auch die Visiereinrichtungen sind aus Kunststoff gefertigt, allerdings sehr hochwertigen Kunststoff. Alles andere wie Hauptgehäuse, Railsystem, Innenlauf, Außenlauf ist alles aus hochwertigem Aluminium gefräst. Da muss man sagen, ist auf jeden Fall ICS-typisch sehr hochwertige Qualität. Das Besondere bei der Mars ist ganz klar das Railsystem. Das Railsystem hier im Keymod-Style ist nicht komplett durchgehend, was für manche vielleicht ein bisschen störend ist, ich allerdings persönlich nicht so empfinde. Die Railschienen, was dabei sind, kann montiert werden, wo was er gerade braucht, sowohl oben, links, rechts als auch unten. Beziehungsweise hier schon mal unten eine montiert mit einem Handgriff, einem angewinkelten Handgriff, was die Waffe auch wesentlich angenehmer zu führen macht. Das Railsystem, wie schon erwähnt, ist unterbrochen und hat auf der Obenseite ebenfalls Keymod-Systeme, wo ich dann das Railsystem anbringen kann. Ein weiteres markantes Detail der Mars ist ganz klar das vordere Ende des Railsystems. Dieses ist wie eine Art Maul gefertigt, wie bei verschiedenen anderen Herstellern, die das ebenfalls schon machen. Finde ich allerdings dieses bei der ICS wesentlich angenehmer und auch ein bisschen, das kann man schlecht beschreiben, ein bisschen ausgeprägter. Hier in der Komoot-Version ist der Mündungsfreidämpfer im Laufsystem. Schraubt man diesen jedoch ab, so verbirgt sich oder kommt ein 14 mm Negativgewinde zum Vorschein und ich kann das, wie gesagt, noch bearbeiten mit einem Schalldämpfer oder was man halt gerade Bock hat. Wenn wir einmal hier vorne sind, machen wir auch gleich die Frontvisierung. Diese lässt sich natürlich Klappsystem ein-, auf- und zuklappen und lässt sich dann auch in der Breite wie auch in der Höhe nach meinem Bedarf einstellen. Genauso wie das Rearsight ebenfalls aufklappbar ist. Diese gehen relativ schwer allerdings aufzuklappen, aber halten dafür auch dann bombenfest. Das Rearsight lässt sich ebenfalls auch in der Höhe als auch in der Breite verstellen und bietet zwei verschiedene Lochvisierungen. Das Hop-Up lässt sich natürlich auch einstellen, ganz gewohnt bei den AR-15 Modellen. Durch Zurückziehen des Charging Handles öffnet sich das Hülsenauffahrfenster und ich kann es bequem, ICS-typisch, sehr schön durch ein großes Drehrad einstellen. Gehen wir noch kurz auf die Markings ein. Die Markings, müssen wir ganz klar sagen, sind ICS-typisch, sehr sauber und sehr detailliert aufgebracht. Wir sehen jetzt hier, es ist zwar jetzt kein Marking, aber ich möchte es trotzdem ansprechen, des Detailgrad des Bodies. Also es ist mal wirklich was anders mit den angedeuteten Nieten oder was das sein soll. Finde ich sehr schick gemacht, auf jeden Fall sehr angenehm. Dann haben wir natürlich ganz klar noch die Importeur-Markings, in dem Fall ICS, Made in Taiwan. Die Importeur-Markings, in dem Fall bei uns natürlich Begadi, das Kaliber 6 mm und das F im Fünfeck. Vom Schützen auf der linken Seite befinden sich ebenfalls Markings, zum Beispiel einmal das CXP, schön eingelasert in den Body, finde ich sehr schön verarbeitet. Dann natürlich die Aufschrift MARS, die Typenbezeichnung und das, was es natürlich dann auch übersetzt heißt, also Modern Assault Rifle System, Kaliber Multi und darunter noch eine fortlaufende Seriennummer. Was noch anzusprechen ist, ist, dass auf dem Handgriff nochmal das ICS Airsoft steht und natürlich meine Feuerwahlpiktogramme wie Safe, Semi und Full Auto. Natürlich Full Auto in Deutschland nicht funktionsfähig.
Fang mal an, wie immer, ins Innere der Waffe zu schauen. Wir schauen ins Innere und dazu nehme ich mir ein Hilfsmittel, und zwar um die Pins rauszuhauen. Die gehen anfänglich etwas schwerfällig, um den Upper vom Lower Body zu trennen. So. Zack. Da haben wir es schon. So und so. Also, was ist neu bei der ICS? Eigentlich nicht viel. Wir haben ganz gewohnt die Lower Gearbox aus Stahl gefertigt, mit Stahlgears gut gefettet, noch einen normalen Switch verbaut, allerdings mit Besonderheit. Was ist, wir schauen mal in einen Stock, beziehungsweise ich mache euch den Stock mal runter, wenn er dann gleich sofort runter geht. So, jetzt ist er unten, und zwar sieht man hier schon mal eine neue Verkabelung. Sehr schön gelöst, Quetschen verhindert, Aufgabe erfüllt. Und hier sieht man es gleich, hier gehen 3 Kabel Richtung Switch. Das bedeutet, Gott sei Dank, ICS hat es gelernt, ein MOSFET einzubauen. Wir haben von vornherein hier jetzt schon ein MOSFET verbaut in der Waffe, wo uns den Strom zum Motor steuert. Der Motor ist wie gewohnt ein ICS 3000, der natürlich ordentlich Power hat. Was man allerdings negativ zu dem Motor sagen muss, er frisst Strom wie sonst was. Also da muss man sagen, mit 2 Akkus muss man mindestens einen Spieltag rechnen, mit jeweils, sagen wir mal, 13 bis 1500 mAh. Gut, wie gesagt, Gears aus Stahl, der Motor ist, brauche ich nichts zu sagen, ganz normal. Der ARL ist verbaut aus Stahl natürlich. Und ja, das war's zur Lower Gearbox. Schauen wir uns doch mal den Upper an. Hier gibt es ein paar kleinere Neuheiten, und zwar haben wir hier, mal gucken, ob ich nicht gleich rauskriege. Zack. Na, dann lassen wir ihn drin. Ist jetzt nicht so schlimm. Gut, lassen wir es drin. Wir haben im Inneren verbaut natürlich den normalen Zylinder von ICS, was natürlich auch standardmäßig schon sehr gut abdichtet. Wir haben einen Erstlinien-Nozzle verbaut, und was jetzt noch mit dazu kommt, ist, wir haben ein Federschnellwechselsystem. Dementsprechend kann ich, ohne die Gearbox den Upper zu tauschen oder sonst was, meine Energie in den jeweiligen Spiel problemlos anpassen. Ganz einfach das Ganze nach hinten rausziehen. Upsala. So, jetzt haben wir es draußen. Ebenfalls verbaut in der Upper Gearbox die neue EBB Action. Dieses kann aber von Bugatti auf Wunsch deaktiviert werden, wenn er das wollt. Gut, zum Nozzle habe ich schon gesagt. Erstlinien Nozzle, Federschnellwechselsystem. Der Piston weist 7 Stahlzähne auf. Die Feder, was im Inneren verbaut ist, ist eine 120er Feder. Und was die für Leistungen bringt, seht ihr dann im Chronotest. Die Tappet Plate ist ganz normal Kunststoff, braucht es auch nicht unbedingt mehr. Ansonsten robuste ICS-Qualität, wie man es kennt. Dann haben wir hier noch den Lauf, den nehmen wir uns auch nochmal raus. Was einem sofort auffällt, ist, dass der Lauf bis vorne hingeht. Halt so, dass der Lauf bis zum Mündungsende geht. Auf jeden Fall schon mal sehr schön gelöst. Ganz klar, der Lauf, ein 6,04 mm Lauf, also auch ein bisschen aus der Tuning-Serie von ICS, was auf jeden Fall sehr gute Präzision ermöglicht. Das zeigen wir euch dann im Präzisionstest. Wie wir das hingekriegt haben, fragt mich nicht. Wir haben die Waffe eingespannt, haben sie geschossen, und die Ergebnisse, die zeigen wir euch dann. Also wir sind sehr, sehr baff von dem Ergebnis. Gut, wir betreiben das ganze System mit einem 7,4 Volt LiPo Akku. Verbesserungsmöglichkeiten in der Hinsicht sehe ich in erster Linie rein nur im Stromverbrauch. Wir könnten empfehlen, bei dem ganzen Ding ein Aimtop zu verbauen, also ein Aimtop F430 heißt der, glaube ich, der rote.
Der ist stromsparender und hat auch genauso viel Power. Wenn jetzt sogar, ich würde sagen, ein bisschen mehr hat er vielleicht noch. Und damit spricht die Waffe mit 7,4 Volt super an. Das ist ein super Ansprechverhalten für die niedrige Voltanzahl. Und ja, das wäre es dann schon mal von meiner Seite hier aus der Technik-Ecke. Ich habe es jetzt nur mal kurz angeschnitten. Wenn ihr Lust habt, weiter auf die Technik von der Mars einzugehen, dann verlinke ich euch hier oben das Mars Review vom Kollegen Reaper. Dieser geht nochmal speziell auf die Gearbox und die einzelnen Teile ein, hat es auch auseinandergenommen. Wenn ihr da mehr überfahren wollt, dann schaut einfach mal beim Kollegen rein. Gut, dann war es das aus der Technik-Ecke. Bis zum nächsten Mal. Wir haben das gute Stück natürlich auch wieder für euch im Feld gehabt und haben sie gekront und einen Präzisionstest gemacht. Präzision wie immer auf 30 Meter Indoor mit 0,25 Gramm Biokugeln und den Chronotest haben wir gemacht mit 0,20 Gramm Biokugeln. Was wir da für Ergebnisse erzielt haben, das zeigen wir euch jetzt. Machen wir noch schnell das Fazit von der neuen CXP Mars von ICS. Klar, was gibt es dazu zu sagen? Ich nehme sie mal in der Hand. Ich nehme sie mal hoch. Sie ist natürlich optisch Pluspunkt, auf jeden Fall optisch schon mal was Besonderes. Das muss man auf jeden Fall sagen. Wobei ich sagen muss, dass viele Hersteller momentan mit diesem offenen Maul daherkommen, sage ich jetzt mal. Und ICS löst es sehr elegant, will ich jetzt mal sagen. Also ich finde das Rail-System bei der ICS wesentlich angenehmer als zum Beispiel bei anderen Herstellern. Die Verarbeitung ist top, wie immer ICS-typisch, braucht man nicht meckern. Die Flipper-Visiere gehen sehr straff, aber verstellen sich in der Hinsicht auch nicht so leicht. Was man natürlich zugute halten muss, wir haben drei Keymod Rails gleich im Lieferumfang integriert, was man bei vielen anderen Herstellern zum Beispiel nicht hat. Der Stock ist so ein bisschen 416 Art, kriegt man auf jeden Fall Fatzen Akkus unter. 11,1 Volt oder größere 7,4 Volt Akkus sind kein Problem. Die Optik ist natürlich mal was Neues mit ein bisschen Details auf dem Body und dem beidseitig bedienbaren Durchladehebel. Ebenfalls beidseitig bedienbar den Switch, also den Feuerwehrhebel, wie in der Detailansicht schon angesprochen. Genauso wie die Magazinauswurf jetzt ebenfalls beidseitig bedienbar. Technisch Standard ICS Qualität, bloß jetzt hat neu mit dem Federschnellwechselsystem in der Upper Gearbox und endlich ICS macht ihr auch ein MOSFET rein. Da haben wir lang drauf gewartet, jetzt habt ihr das endlich gemacht und Gott sei Dank spürt man auch wesentlich beim Ansprechverhalten. Was ich jetzt persönlich jetzt nicht so schön finde, ist beispielsweise der Motor. Es ist zwar der ICS 3000, der hat Power unter der Haube ohne Ende,
aber dementsprechend schluckt der Strom wie Sau. Also mit einem normalen 1300er Lipo-Akku kommt man gerade so vielleicht ein Dreivierteltag hin, wenn man sehr aktiv spielt. Also ich habe da meine Probleme gehabt. Ich musste zwei Akkus an einem Tag verwenden. Das ist was, wo ich sagen muss, da könnte ich ein paar Abstriche machen. Allerdings Abstriche kann man auch machen, je nachdem, wenn es jetzt nicht sein Geschmack ist, ist beispielsweise beim Trigger oder an der Gesamtoptik. Aber das ist, wie gesagt, Geschmackssache. Das bleibt jedem selber überlassen. Gut, wie gesagt, ich finde sie optisch sehr ansprechend. Mal was anders. Ihr seht es ja im Hintergrund. Ich bin jetzt nicht so der AR-15-Mensch, aber die finde ich auf jeden Fall sehr geil gelungen von ICS. Und ja, damit sind wir durch und ich verabschiede mich von euch, wünsche euch noch ein schönes Wochenende und bis dahin, falls ihr Fragen habt, einfach Kommentarfeld unten benutzen und wir sehen uns wieder in 2 Wochen und verabschiede mich, euer Heubi FV, macht's gut.